Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Andreas Schödel und in diesem Video sehen wir uns die Kamera des UYP 9 an. Die Handyfotografie ist immer mehr am Vormarsch, nicht erst seitdem Chase Jarvis sein Fotobuch rausgebracht hat, in dem er nur mit dem iPhone 3G fotografiert hat. Hier zeigt er, dass auch super Aufnahmen möglich sind, nur mit einer Handykamera. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, warum eigentlich zwei Linsen. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund, denn die eine nimmt in RGB-Farbraum auf und die andere in Schwarz-Weiß. Das soll den Kontrast erhöhen und hiermit kann ich dann den Blickpunkt nachbearbeiten am Handy und zum Beispiel einen Blendeneffekt von 0,95 einfügen. Das heißt, ich kann den Hintergrund komplett verschwommen machen lassen und mein Vordergrund ist schön scharf. Aber nicht nur den Blendeneffekt kann die Kamera mit dieser Dual-Linse erzeugen, sondern es soll auch die Fokussierung schneller machen. Diesen Effekt werden wir nachher hoffentlich sehen, wenn wir die Fokussierung und die Bildqualität mit meinem iPhone 6s vergleichen. In diesem Handy arbeitet ein 12-Megapixel-Sensor, der einem die bestmögliche Bildqualität wiedergeben soll. Auf dem Handy finden sich natürlich alle möglichen Features wieder, eben wie Zeitlupe, Zeitraffer, Foto, Video sowieso. Aber was mich ganz besonders fasziniert hat, ist der Pro-Modus. Hier kann ich tatsächlich wie auf einer Spiegelreflexkamera entscheiden, wie die Verschlusszeit sein soll und wie die ISO sein soll. Was ich schade finde, ist, dass man die Blende nur bestimmen kann, wenn man nicht im Pro-Modus ist. Aber dafür kann ich eine Verschlusszeit bis zu 30 Sekunden eingeben. Ich finde, das ist jetzt nicht gerade selbstverständlich, denn wann kann ich schon mal an einem Handy 30 Sekunden belichten? Neben der extrem coolen Möglichkeit, hier ein Foto mit GPS aufzunehmen, das heißt, das Foto ist nachher mit der Location verbunden, wo es aufgenommen worden ist, was für Location Scouting extrem cool ist, kann ich hier auch einen Raster einblenden oder eine Spirale. Das heißt, für ungeübtere Fotografen lässt sich hier ganz leicht die Ein-Drittel-Regel anwenden oder auch den goldenen Schnitt genannt. Was ich hier auch noch gefunden habe, ist den Soundauslöser. Ich stelle mir das eben so vor wie bei den Waterwicks, dass die Kamera einen Sound hört und nachher auslöst. Ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert und ich werde es in diesem Video auch noch nicht machen, aber nachdem ich das Handy ja unbegrenzte Zeit zur Verfügung habe, dadurch, dass meiner Frau gehört, werde ich sicher nochmal Gelegenheit haben, da näher einzusteigen und euch das mitzuteilen, wie das Ganze funktioniert. Genug geredet, jetzt kommen die Kameras in diese kleine Zwinge rein und wir schauen uns beide Kameras im Vergleich an und der Sieger wird dann gegen meine Sony antreten, um zu sehen, ob sie wirklich mit einer Spiegelreflexkamera schon mithalten können. Mit jeder Kamera wurde ein Foto aufgenommen von dem kleinen Testparcours hinter mir. Zuerst werden das iPhone und das UY verglichen und je nachdem welches besser ist, tritt dann gegen die Sony an. Das UY darf natürlich als erstes ran und bevor wir irgendwie gestartet haben, wir fangen im normalen Modus an, also noch nicht im Pro-Modus und sehen, was wir hier alles verändern können. Ich kann durch leichtes Antipsen den Fokuspunkt verändern und gleichzeitig passt das UY auch die Belichtung an, also wenn ich hier auf die helle Stelle gehe, sieht man eindeutig, das wird schnell dunkler. Die Fokussierung funktioniert auch recht schnell und akkurat. Also all das, was man sich erwartet. Wie einige iPhone-Nutzer kennen, kann man hier auf der Seite die Belichtung ändern und das macht es auch relativ schnell und gut. So, aber jetzt genug mit dem Kinderkram. Wir gehen in den Pro-Modus
und sehen gleich einmal, es lässt sich nicht kippen, es ist schon mal in Hochformat eingestellt. Das heißt, wir müssen jetzt damit ein bisschen leben, aber das macht jetzt nichts. Ich kann hier sogar die Messfunktion ändern. Ich bleibe in dieser, das ist meine liebste. Habe hier noch die Möglichkeit, die ISO von Auto bis 3200 zu ändern. 3200 ist dann schon heftig für den Sensor. Wir bleiben einmal bei 400. Die Verschlusszeit kann ich ebenso von Auto auf entweder 1400stel Sekunde einstellen, was schon echt mächtig ist, oder wie ich schon anfangs erwähnt habe, kann ich hier bis zu 30 Sekunden gehen. Was natürlich super ist, wenn man so eine Halterung hat wie ich hier, kann ich sie auf ein Stativ geben und kann mit meinem Handy bitteschön Langzeitbelichtungen machen. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, mit dem Handy Langzeitbelichtungen machen. Es gibt hier auch eine eigene Funktion, die als Lichtmalerei angegeben wird. Ich habe es persönlich jetzt noch nicht ausprobiert, weil ich einfach die coole Funktion des Pro-Modus habe. Und zu was soll ich mir eine fixfertige Vorlage nehmen, wenn ich mir meine eigene persönliche Einstellung selbst machen kann. Weiters habe ich hier noch eine Belichtungskorrektur ins Plus und ins Minus gehend von 4 Blenden. Falls ich mich dazu entscheide, die ISO oder die Verschlusszeit, eins der beiden oder gar beide, in den Automodus zu setzen. Die Fokussierung kann ich hier auch ändern, entweder manuell den Continuous Focus oder den Single Focus. Wir lassen ihn jetzt einfach mal auf Continuous Focus und wir sehen, die Fokussierung funktioniert mit dem Antippen bis auf das Licht jetzt gerade, wo ich nicht genau weiß warum. Ah, das ist zu weit in der Menüleiste drüben. Also wir merken uns, was in der Menüleiste rüber geht, kann schon nicht mehr fokussiert werden. Weiters habe ich noch die Einstellung, den Weißabgleich zu ändern. Bewölkt, Halogenlicht, normale Glühbirne, Sonne und was auch immer das sein soll. Ich kann es euch nicht sagen, aber es wird sehr, sehr blau. Ich lasse auch bei meiner Kamera den Auto-Weißabgleich drinnen, also wieso sollte ich ihn hier nicht auch drin lassen? Einmal nach rechts geswitcht, sieht man die verschiedenen Einstellmöglichkeiten, was ich hier noch habe. Ich kann ein Autofokus-Hilfslicht einschalten und den Kameraraster. Den schauen wir uns gleich mal an. Ich habe hier die Rasterfunktion, den V-Raster und eigentlich brauche ich gar nicht mehr, denn ich hau mir den mal rein. Und sie, ich habe hier schön in Drittel unterteilt. Wenn ich den normalen Raster genommen hätte, hätte ich hier auch noch Striche. Kann ich zwar gut Tic-Tac-Toe spielen, aber der reicht mir eigentlich schon vollkommen aus. Ich kann aber auch, wenn ich nochmal auf den Kameraraster hingehe, die Spirale aktivieren. Und wir sehen, ich habe hier eine coole Spirale, wo ich eigentlich nur noch das Gesicht reinsetzen muss und ich habe die perfekten Drittelregeln umgesetzt. Also für Anfänger wirklich ein wahnsinnig gutes Tool, um die Drittelregel zu üben. Wenn wir jetzt nach links wischen, haben wir hier diverse Voreinstellungen, was ich nutzen kann oder andere Einstellungen wie Zeitlupe, Nachtaufnahme, HDRs. Ich kann auch schwarz-weiß mit Monochrom oder, was ich auch ziemlich cool finde, ist, ich kann ein Wasserzeichen erstellen, hau das gleich auf mein Foto drauf und kann es vom Handy gleich hochladen. Finde ich eine ziemlich coole Aktion. Die Verschönerungs-App
hat meine Frau auch schon ausprobiert. Das macht die Haut aber wirklich schön glatt. Ohne wirklich was zum Zerstören, also bin ich auch mehr als begeistert davon. Ja, eigentlich braucht man nicht viel mehr, also Panorama-Zeitraffer, Zeitlupe, HDR, normale Fotos und Videos. So, mein Handy, das iPhone 6S. Hier sehen wir eindeutig schon mal eine übersichtlichere Anordnung der Punkte, was ich alles einstellen kann. Ich muss nicht in ein extra Menü gehen. Was mich jetzt persönlich beim UI nicht gestört hat, denn es schaut eigentlich alles recht übersichtlich und aufgeräumt aus, wo ich mich auch leicht zurechtfinde. Was ich hier allerdings habe, was das UI nicht hat, ist, dass ich hier eine kurze Filmsequenz mit aufnehmen kann, wie das Foto entstanden ist. Also das ist schon was ganz was Eigenes, was man schon taugt an dem Handy. Aber wenn ich es nicht habe, vermisse ich es jetzt auch nicht. Ich habe hier natürlich auch die Möglichkeit, in HDR zu fotografieren. Ich kann auch Schwarz-Weiß oder Sepia sonstige Einstellungen einstellen. Ich habe hier auch den Videomodus, den Slow-Motion-Modus und einen Zeitraffer drinnen. Was ich hier leider nicht habe, ist die Einstellung von UI im Pro-Modus. Ich kann hier so wie das UI hintippen und es fokussiert recht schnell und akkurat. Ich hätte jetzt keine Unterschiede festmachen können, ob das eine jetzt schneller oder das andere langsamer wäre. Wie beim UI kann ich hier auch an der Seite die Belichtung ändern. Ja, es ist eigentlich nur schade, es fehlt nur der Pro-Modus, so wie beim UI. Dann wäre ich eigentlich schon überglücklich und könnte mich auch nicht mehr beschweren, aber der Pro-Modus, der gefällt mir einfach so gut. Ich kann es euch gar nicht sagen, das ist schon ein ganz cooles Feature. Und wenn ich nicht so veräppelt wäre, ich glaube, ich hätte mir auch das UI gekauft. Hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Computer in Lightroom. Gar nicht groß rumgeredet, wir fangen gleich an. Das erste Foto ist von iPhone und ich habe hier eigentlich den Fokus gesetzt auf die Schrauben, wenn ich mich richtig erinnere. Das iPhone lässt es zu, dass ich hier in Lightroom wirklich, wirklich nah rangehe. Und im Endeffekt, ja, es ist ein JPEG von einem Handy aufgenommen. Wenn ich das so nah rangehe wie jetzt gerade, ist es halt etwas matschig, aber ich finde durchaus gut. Also überraschend gut, muss man ja fast schon dazu sagen. Rauschen ist etwas vorhanden. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Rauschen dazu sagen kann, denn ich sehe das eher als fehlende Schärfe, um ehrlich zu sein. Denn das habe ich hier im Schatten auch. Also ich würde eher weniger Rauschen sagen, sondern fehlende Schärfe. Kommen wir nun zum UI. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier den Schärfepunkt gesetzt habe, aber es ist geringfügig schärfer als das iPhone, finde ich. Das merkt man gerade hier beim Apple-Symbol, aber auch bei den Schrauben. Also beim iPhone habe ich eindeutig den Fokus auf die Schrauben gelegt, das weiß ich noch, beim UI bin ich mir wie gesagt nicht sicher. Rauschen finde ich ist hier auch nicht wirklich, außer das da hinten, das kann man schon als Rauschen erkennen, aber jetzt auch nicht dramatisch. Also gut gelöst für einen Handysensor mit 400 ISO, gut umgegangen. Um ehrlich zu sein, es sind nicht viel Unterschiede.
Außer dass das iPhone etwas weitwinkliger ist und ein eher Blaustich hat, finde ich. Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich entscheiden, weil sie sind eigentlich beide ziemlich gleichwertig. Deswegen hätte ich gesagt, nehmen wir einfach mal das UI weiter. So, jetzt geht's um die Wurst. Das Finale. UI gegen Sony Kamera. Hier nochmal das UI-Foto. Wie schon gesagt, im Gegensatz zum iPhone wenig Unterschiede bis keine auszumachen. Und hier halt Sony. Klar, es ist eine Kamera. Ich habe sie auch auf Blende 4 eingestellt und den Fokus auf die Schrauben gelegt. Deswegen hier eindeutig der Bokeh-Effekt. Messer gestochen, scharf. Ich meine, da sieht man da eindeutig, ein Handy kann bei solchen Sachen noch nicht mithalten. Aber im Großen und Ganzen für Schnappschüsse, für Location Scouting oder dergleichen, also für Fotografen, ist das mehr als ausreichend und wirklich, wirklich zielführend. Ein super Handy. Die wichtigste Information überhaupt für mich habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Dieses gute Stück kann nicht nur in JPEG aufnehmen, sondern in RAW. Ziemlich cooles Feature, weil wenn ich nicht nur auf dem Handy die Fotos bearbeiten möchte und so gut die Lightroom Mobile App auch ist, aber am Laptop ist halt am Laptop bearbeitet oder am Stand-PC, was auch immer. Ziemlich cooles Feature, muss ich auch noch unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bis zum nächsten Video. Der goldene Schnitt, so, goldene Schnitt gibt. Was ist der goldene Schnitt? Der goldene Schnitt ist die Ein-Drittel-Regel, wo ein Drittel was sein soll und zwei Drittel nachher weniger. Wenn ich jetzt mit dir rede, du bist nicht genau in der Mitte, sondern du bist auch leicht nach rechts versetzt. Nach rechts? Ja, jetzt bist du in der Mitte und das ist schon ein bisschen unnatürlich, weil wir schauen immer irgendwie so als entweder ein Drittel unten, ein Drittel oben. Das ist von Charlie Depp da. Die Augen sind im oberen Drittel vom Bild. Wenn ich ihn genau in die Mitte gesetzt habe, hätte das irgendwie komisch ausschauen. Deswegen habe ich ihn noch ein bisschen nach links versetzt. Das wäre was fürs Tourismus. Habt ihr gehört? Mann gibt Unterricht, Frau. So, jetzt haben wir genug geredet.